Wir vom Beckmann-Coulter-Applikationsteam möchten mit Ihnen eine Serie von 7 Videos teilen, in der veranschaulicht wird, wie der DXFlex IVD-Durchflusszytometer eingerichtet und betrieben wird. Dieses erste Video zeigt Ihnen, wie man sich in das System anmeldet und das Startup-Verfahren durchführt. Bevor das System gestartet wird, sollte der Füllstand des Sheet-Flüssigkeitsbehälters und des Abfallbehälters überprüft werden und befolgen Sie die im Kapitel 4 des DXFlex-Bedienerhandbuchs unter täglicher Systemstart angeführten Schritte. Wählen Sie am Desktop das Icon Site Expert for DXFlex mittels Doppelklick an. Geben Sie im Anmeldefenster der Software Ihren Usernamen sowie Ihr Passwort ein. Die Benutzeroberfläche der Site Expert for DXFlex Software wird nun angezeigt. Wählen Sie aus der Menüleiste den Menüpunkt Cytometer und darunter die Option System Startup Program aus. Das System Startup Program Dialogfenster erscheint mit der Aufforderung, ein Röhrchen, welches mit 2 ml deionisiertem Wasser gefüllt ist, auf die angezeigte Position im Probenkarussell zu platzieren. Öffnen Sie die Abdeckung der Probenzufuhr. Stellen Sie das Röhrchen in die angeforderte Position und schließen Sie die Abdeckung. Anschließend wählen Sie Start, um den automatisierten Startup-Prozess zu beginnen. Während des Startup-Verfahrens wird das Flüssigkeitssystem überprüft sowie das Gerät gespült und aufgewärmt. Dieser Prozess dauert 10 Minuten. Im Anschluss daran ist das System für die tägliche Qualitätskontrollmessung bereit. Wir laden Sie nun ein, den zweiten Teil der Videoserie über die Einstellung und Bedienung des DXFlex IVD-Durchflusszytometers anzusehen.